Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen an Bord auf unserem Flug zum... Jupiter. Hallo, mein Name ist Jessie. Und ich freue mich riesig, dass wir auch heute wieder gemeinsam unterwegs sind. Kürzlich bin ich gefragt worden, ob ich nicht einmal zur Orientierung zeigen könnte, wo genau sich eigentlich unser Ziel befindet. Natürlich, klar, das mache ich liebend gerne und deshalb habe ich euch eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir starten jeweils auf unserem Heimatplaneten Erde. Und sind auf unseren ersten beiden gemeinsamen Reisen Richtung Sonne, die sich im Mittelpunkt unseres Sonnensystems befindet, unterwegs gewesen. Wir haben dabei die beiden Gesteinsplaneten Merkur und Venus besucht. Auf unserer dritten Reise ging es dann von der Erde aus zum Mars, dem vierten Gesteinsplaneten unseres Sonnensystems. Heute besuchen wir das erste Mal einen Gasplaneten. Und wie dieser Begriff schon vermuten lässt, bestehen solche Planeten aus Gas. Wir können also leider nicht auf ihnen landen. Heute reisen wir gemeinsam zum Jupiter. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Merkur in einigen Dingen die Nummer 1 ist. Venus alles andere außer unseren Mond am Nachthimmel überstrahlt und Mars gerne mal mit seinen Superlativen angibt. Doch in einem übertrifft unser heutiges Ziel, der Jupiter, alle anderen Planeten unseres Sonnensystems. Was das ist, wird schon an diesem aufblasbaren Modell deutlich. Er ist einfach riesig. Er ist der größte Planet unseres Sonnensystems. Eine riesige Gaskugel aus Helium und Wasserstoff. Seine Masse entspricht dem 2,5-fachen aller anderen 7 Planeten zusammen. Mit dieser unglaublichen Masse hängt auch Jupiters enorme Schwerkraft zusammen. Seine Schwerkraft ist so extrem groß, dass er vorbeifliegende Kleinteile einfängt und als Monde festhält. Und Jupiter ist sehr erfolgreich im Monde einfangen. Er ist so erfolgreich, dass aktuell 79 Jupitermonde bekannt sind. Darunter auch die 4 sogenannten galileischen Monde, die Galileo Galilei bereits 1610 entdeckt hat. Und jeder dieser 4 galileischen Monde ist auf seine ganz besondere Weise faszinierend. Ganymed ist nicht nur der größte der 4 galileischen Monde, er ist auch der größte Mond unseres Sonnensystems überhaupt. Der Vulkanmond Io befindet sich so nah an seinem Planeten, dass er durch die enorme Schwerkraft Jupiters ordentlich durchgeknetet wird. Io hat quasi ein Massageabo auf Lebenszeit. Der kleinste galileische Mond trägt den Namen Europa und ist ein Eismond. Unter seiner dicken Eisschicht vermuten Wissenschaftler einen Salzwassersee. Und da, wie wir ja wissen, Wasser eine sehr wichtige Voraussetzung für Leben ist, soll Europa in naher Zukunft detaillierter untersucht werden. Der vierte galileische Mond ist Callisto. Auch er ist ein Eismond. Allerdings könnte Callisto mal einen ordentlichen Hausputz durchführen. Auf seiner Oberfläche hat er nämlich schon ganz schön viel Staub und Gesteinsbröckchen angesammelt. Jupiter braucht ziemlich lange für eine Sonnenumrundung. Ein Jupiterjahr dauert deshalb fast 12 Erdenjahre. Andererseits ist Jupiter Rekordhalter im Rotieren. Er dreht sich so schnell um seine eigene Achse, dass ein Tag auf ihm
gerade mal knappe 10 Stunden dauert. Jupiter rotiert so schnell, dass auf ihm Stürme mit Geschwindigkeiten von bis zu 500 Stundenkilometern entstehen. Seht ihr diesen großen roten Fleck? Auch das ist ein Wirbelsturm, ein sehr großer. Mit 24.000 mal 13.000 Kilometern ist er sogar größer als die Erde. Und er ist nicht nur sehr groß, er ist auch unglaublich alt. Immerhin wurde er bereits 1664 entdeckt. Und er existiert noch heute. Ich persönlich mag Jupiter sehr, weil er so schön bunt ist. Seine einzelnen Streifen bestehen aus unterschiedlichen Gasen und sind deshalb auch unterschiedlich gefärbt. Wie ihr so schöne bunte Streifen à la Jupiter zu Hause ganz einfach nachgestalten könnt, zeige ich euch jetzt mal in einem kleinen Experiment. Da wir jetzt gleich unser Ziel erreichen, verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch und wünsche euch mega viel Spaß beim Bestaunen des Gasriesen Jupiter. Vielleicht sehen wir uns ja auch bei der nächsten Reise wieder. Bis dahin, tschüssi!